Und als nächstes spricht Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linken, der Fraktion, die heute, wie Janine schon angekündigt hat, gegen diese Aufrüstung stimmen will. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, ganz richtig. Wir als Linke werden diesem Aufrüstungswahnsinn nicht zustimmen. Wir sind die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich dagegen stellt, weil es einfach Irrsinn ist, ein solches gigantisches Aufrüstungspaket in unser Grundgesetz zu schreiben. Da machen wir nicht mit. Um es ganz klar zu sagen, der Einzige, der von diesem Wahnsinn profitiert, das ist die Rüstungsindustrie. Der Aktienkurs von Rheinmetall ist seit der Ankündigung dieses Aufrüstungsprogramms bereits um 100% gestiegen. Unglaublich und unverantwortlich, besonders wenn man bedenkt, wie viele Menschen in Deutschland jetzt Probleme haben, überhaupt über die Runden kommen zu können. Bereits fast 40% der Menschen in Deutschland können sich ihr normales Leben, Miete, Lebensmittel, ihr Auto sozusagen von A nach B kommen zu können, das können sie sich nicht mehr leisten. Und anstatt diesen Menschen jetzt zu helfen, anstatt hier wirklich Entlastung zu schaffen, anstatt sich für die Menschen in Deutschland einzusetzen, wird für die Rüstungsindustrie dieses Milliardenpaket geschnürt. Es ist eine Unverschämtheit, liebe Freundinnen und Freunde. Und Janine hat es schon gesagt, sie hat ganz richtig gesagt, es ist einfach Blödsinn, dass bei der Bundeswehr gekürzt und gespart worden wäre in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Der Etat ist Jahr für Jahr gestiegen. Aktuell ist er bei 50 Milliarden Euro jedes Jahr. Und der Grund, warum die Soldatinnen und Soldaten nicht mal genug warme Socken haben im Winter, der liegt nicht daran, dass nicht genug Geld da ist. Das sagt sogar der Bundesrechnungshof. Der liegt daran, dass es ein unglaubliches Missmanagement in der Bundeswehr gibt. Das Geld wird einfach mit beiden Händen rausgeworfen für Beraterverträge. Keiner weiß, wo das Geld überhaupt hinfließt. Es wird rausgehauen für Waffen, die nicht schießen, für Panzer, die nicht fahren, für Flugzeuge, die nicht fliegen. Es ist einfach unglaublich. Und wir sagen ganz klar, in dieses schwarze Loch Rüstungsetat dürfen keine weiteren Gelder einfach reingeworfen werden. Das ist eine Unverschämtheit. Und eines möchte ich auch ganz klar sagen, diese Aufrüstung ist das vollkommen falsche Signal. Auch das vollkommen falsche Signal, um diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine beenden zu können. Er muss möglichst schnell beendet werden. Das muss unser Ziel sein. Aber diese Aufrüstung ist kein Signal der Entspannung. Es ist keine Türöffner für Diplomatie, die wir jetzt so dringend bräuchten. Wir müssen doch Friedensverhandlungen nach vorne stellen. Friedensverhandlungen und kein Aufrüstungspaket, das dann am Ende Russland, die größte Atommacht der Welt, militärisch in die Knie zwingen soll. Das ist einfach Blödsinn. Dieser Krieg kann nur enden, wenn Diplomatie herrscht, wenn Entspannungspolitik wieder an der Tagesordnung ist. Das ist der richtige Weg. Und ich bin wirklich entsetzt, wenn die grüne Außenministerin sich hinstellt und sagt, die Menschen sollen nicht kriegsmüde werden. Ja, wo bin ich denn? Es ist doch richtig müde, vom Krieg zu sein. Und ich bin wirklich froh, dass mit der Linken wenigstens eine Kraft im Deutschen Bundestag ist, die ganz klar sagt, nein, bei diesem Irrsinn machen wir nicht mit. Wir brauchen Entspannung, wir brauchen Abrüstung, wir brauchen Frieden und nicht das Gegenteil. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Amira.